Sportjahr 2015 war für mich und also ein herausragendes Jahr, weil wir erstens als Team deutscher Meister wurden in der U17 Bundesliga West und natürlich auch gegen die anderen Kandidaten durchgesetzt haben, die das Halbfinale erreicht haben. Und außerdem war es auch besonders, weil ich das erste Mal bei der Nationalmannschaft dabei war, für die Europameisterschaft nominiert wurde und dort auch ein paar Spiele machen durfte und auch ein Tor erzielt habe. Also ich denke, wenn man auf die Wichtigkeit zurück muss, muss man hier im November gucken, glaube ich, oder September, Oktober, ich weiß es nicht mehr, wo ich hier das erste Mal als Stürmer wurde und dann die zwei Tore gemacht habe gegen Viktoria Köln, weil das waren die ausschlaggebenden Tore, wo ich dann überhaupt zum Stürmer wurde und dann ja natürlich auch Deutsche Meisterschaft Finale, ganz klar, das ist ein unfassbares Gefühl gewesen, da zwei Tore zu erzielen. Jani hätte es verdient, Sportler des Jahres in Dortmund zu werden, weil er 2015 einen außergewöhnlichen Weg gemacht hat. Er ist Teil einer Mannschaft, die sehr talentiert ist, die im Finale in der Deutschen Meisterschaft 4-0 gewonnen hat. Und in diesem Finale hat er zwei Tore geschossen.